Dieses Video wird präsentiert von MMOGA, euer Gaming-Spezialist. MMOGA bietet euch WoW-Gold, CD-Keys, Game-Cards und vieles mehr. Daher mmogia.de. Ja, liebe Leute, schönen guten Tag zur neuesten Frag-Venien-Folge. Ist natürlich ein bisschen im Stress aufgenommen, ja, viel zu tun. Noch zusätzlich in World of Warcraft, wenn nicht sogar schon im Real Life und so weiter und so fort. Daher natürlich hier ein bisschen kurz angebunden, oder ich bin ein bisschen kurz angebunden. Ich habe die Fragen diesmal auch nicht sortiert, weil sowieso nicht so viele Fragen waren. War ja auch ein bisschen logisch. Erstmal vielleicht ganz kurz, weil es viele interessiert. Ich hatte ja auf Erada den Realm First Hunter gemacht, also den ersten Hunter des Realms auf 85. Habe ich das erste Mal überhaupt beim Level mal durchgenerdet sozusagen, also mal nichts anderes gemacht am ersten Tag außer Leveln und ja, habe es dann tatsächlich auch geschafft, weil ich mich diesmal ja auch ein bisschen mehr in der Beta, wie ihr ja vielleicht wisst, eingebracht hatte und dabei habe ich leider nicht das Realm First Achievement bekommen. Für die Leute, die im Livestream geschaut haben, werden das ja gesehen haben. Das liegt daran, dass ich meinen Hunter auf einem anderen Account hatte, also in meinem Battle.net-Account auf einem anderen Account. Ich wollte die nur alle zusammen, alle meine Chars auf einen Account haben, eben weil ich hier auch meine Collector's Edition hatte und so weiter und der ist eben mit Recruit a Friend irgendwann, habe ich den mal auf 60 gelevelt und hatte dann den Account ganz lange brach liegen, wollte den dann dort runterziehen oder habe das dann auch gemacht auf meinen anderen Account, damit ich halt nur noch einen bezahlen muss, habe den dann eben von ja, kurz über Level 60 auf 80 gelevelt und ja, leider Gottes ist aber das offensichtlich für Blizzard, obwohl der innerhalb von Erada, meinem Heimatserver, war dieser Wechsel, natürlich, weil die war vorher auf Erada, ist hinterher auf Erada, nur auf einem anderen Account, wird das aus irgendeinem Grund als Charaktertransfer gewertet. Blizzard hat mir dann eine E-Mail geschickt mit dem Hinweis, ja, lieber Venien, angeschmiert ist nix hier, ne? Du hast den ersten Streams, können wir dir leider nicht helfen, weil du innerhalb von 60 Tagen einen Charaktertransfer vorgenommen hast. Und hier, liest doch mal unsere Charaktertransfer-FAQ. Habe ich natürlich gemacht, ja. Aber in der Charaktertransfer-FAQ steht nur was von anderen Servern, ja. Da steht nichts von Accounts und so weiter. Jetzt habe ich dann nochmal ein Ticket gemacht, habe da aber wenig Hoffnung, dass das noch klappt. Aber naja, ich habe es auf jeden Fall mal gemacht. Mal sehen, ich halte euch auf dem Laufenden. Zu den Fragen, die wir so haben, beziehungsweise erstmal möchte ich euch nochmal auf hinweisen. Ich habe jetzt immer, wenn ihr auf Livestream geht, oben rechts, dann ist da so eine ja, Anleitung, beziehungsweise einen Zeitplan, wann wieder ein Livestream ist. Da steht dann immer, um wie viel Uhr Livestreams sind, damit man halt einen besseren Überblick hat. Da ich jetzt halt öfter Livestreams machen werde und natürlich auch die tägliche Sonntagsshow um 17 Uhr ist ja sowieso klar, aber eben auch andere ja, Livestreams können da mal vorkommen. Ich habe zum Beispiel gestern Heroic gestreamt, heute habe ich einen Raid oder werde ich einen Raid streamen, je nachdem wann ihr da schaut und so weiter. Ja, wir haben 22 Fragen, denen widme ich mich mal. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was unsere Zeit so aussagt, aber ich schätze mal, ich habe jetzt 5 Minuten verplappert, von daher mache ich bis 17.55 Uhr mal jetzt, also da habe ich das aufgenommen. Welche Raid-Instanzen geht ihr zuerst? Reihenfolge der Schwierigkeit etc. Ist schon der erste Goblin auf 85? Ja, vermutlich durch einen Rassenwechsel, aber so weiß ich nicht. Vermutlich aber auch schon, weil so schwer sollte es nicht sein, langsam. Welche Instanz wir gehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe gerade überlegt, einige wollten in die Pechschwingen-Instanz, viele andere haben jetzt hier die Konklave der Vier Winde gemacht. Ich weiß noch nicht genau, was ich so machen werde. Mal gucken. Ja, also bin ich noch nicht sicher, was wir da gleich machen werden. Werden wir mal absprechen. Wann kommst du nach Worgengrauen? Also ich habe heute meinen Char dort eröffnet also und angefangen, aber im Moment müsst ihr einfach Verständnis haben, ich habe hier halt einen Main-Char, mit dem ich raide, eine Gilde, mit der ich 5 Jahre zusammenspiele, da sind echt Freunde bei und von daher will ich natürlich erstmal hier meinen Main-Char auch equippen dementsprechend und ja, quasi erstmal ein paar Tage einfach so zocken. Habe hier auch schon einiges gemacht, meine Berufe zum Beispiel gemaxt, habe ziemlich gutes Gear schon. Wir waren in einigen Heroics, die waren übrigens sehr schwer, fand ich persönlich am Anfang. Also da gab es schon einige Bosse bei, so bei dem ersten Versuchen, die schon echt hart waren. Aber naja. Oh, hier wird es ja
bisschen lauer, keine Lava mehr. Interessant. Ja, Mr. No Name, lol, die neue Arena-Saison startet an meinem Geburtstag. Gratulation, Sigeres. Kannst du mal sagen, wie das Add-on heißt, dass deine Damage-Zahlen im Anzeigt? Oh Gott, ey, wie oft ich diese Frage schon gehört habe, ne? Nichts gegen euch, Leute, ne? Aber, oh, kriege ich immer das Kotzen, ja? Nein, also nicht so schlimm, aber... Ja, die Damage-Zahlen werden angezeigt von TokuEye. All das ist TokuEye. Unten in den Comments ist es drin. Wenn die Frage mit den Damage-Zahlen ernst gemeint war, bin ich mal gespannt, wenn ihr die Augen verdreht. Ja, richtig, habe ich gemacht. Shorty, ich habe das gestern leider nicht mitbekommen, aber ich würde gern wissen... Achso, der Room First, habe ich ja gerade was erzählt. Dingeling, mich würde mal interessieren, mit welcher Skillung du auf dem Live-Server gelevelt hast auf 85, von 80 auf 85. Auf der Beta war es ja noch BM, bist du dabei geblieben? Nein, ich weiß nicht, ich hatte eigentlich alles dafür ausgelegt, hatte BM extra noch mitgeskillt, bin dann aber doch zu Treffsicherheit, also Marksman, gewechselt. Ich weiß gar nicht, ganz spontan kam das, also es war eine ganz spontane Eingebung und ja, ich habe einfach mal auf Marksman dann geswitcht, ja, also das habe ich einfach ganz spontan gemacht. Hat sehr gut geklappt, auch mit meinem Equip dann. Ja, Onkel Freeload, gerade zu schnell 85. Noob Rainer Guide für frisch 85. Ich hoffe, es hat euch geholfen. Wie lange hat es eigentlich schon keine mehr? Ja, welches du alte verwendet, hast du ja gerade oben gesehen. Zweiten kannst du, wo gibt es denn den Juve Dailies? In Orgrimmar oder Stormwind beim Juwelenschleiferlehrer? Ja. Mathe Mage, Aloha, ich habe ein wichtiges Problem und hoffe, du kannst mir helfen. Ich war mit meiner Gilde schon circa 3 bis 4 Uhr morgens, 7.12. Gildenrang 4. Aber später wurden wir wieder auf 1 gestuft und haben den Level 2 durch Erfolg mit Schattengraben geschafft, konnten aber nicht weiter steigen. Ja, also das ist alles so ein bisschen konfus gewesen. Am Anfang haben sie einen Bug gehabt, dass man immer mehr Gildenerfahrung sammeln konnte. Dann haben sie das wieder geändert, dann wurde man zurückgestuft. Wir waren auch schon auf Level 4 oder so. Dann zwischendurch konnte man ja noch mit Erfolgen Erfahrung sammeln. Auch das haben sie jetzt wieder rausgenommen. Man kann nicht mehr mit Gilden-Erfolgen Gilden-Erfahrung sammeln. Und daher ist man jetzt wieder da zurückgestuft worden auf ein relativ ruhiges Level. Wir sind jetzt hier Level 2 in der Mitte ungefähr. Ja, ist halt ziemlich ätzend, wie ich finde. Cody auch von World of Raids hatte auch einiges zugeschrieben, da kann ich ihm nur recht geben. So, dann Kevin, hi Venian, Salut Community. Ich wüsste gern, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, den Livestream per iPod zu sehen. Nein, leider nicht. Gibt eine Fraktion namens Baradin. Wo und was ist die? Tol Barad als Allianz. Kami, levelt man mit Quest schneller oder Innis? Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich persönlich habe halt ganz gerne mit Quest gelevelt. Voodoo, welche Skillung hast du genutzt? Habe ich schon geantwortet. Tok'ra, ich nehme die Auslöschung der Gnome in Uldum an, beziehungsweise die Quest. Ich weiß jetzt, also ich kann dir jetzt keine genaue Sache sagen dazu, ja. Oder kann man den ganzen Kill sparen, sich über Instanzen und Punkte equippen, leveln? Ah, VHSP möchte wissen, ob man, ja, über Instanzen und mit Punkten und so weiter leveln kann, ob man da genug Gear hat. Also im Prinzip, wenn du vorher über Instanzen levelst, kannst du das machen und erst im Schattenhochland dann da das Equipment nehmen. Da ist schon einiges richtig Gutes dabei, das solltest du machen. Ja, aber du kannst aber auch komplett über Instanzen machen. In Instanzen gibt es ja auch guten Loot. Ich habe gestern das erste Mal Hyjal gequestet, habe auch die Vorbereitungsquests abgeschossen, die einen dorthin schickt. Aber ja, das mit dem Portal ist ein Bug, er hat kein Portal. Ich kann dir gar nicht sagen, warum das so ist, tut mir leid, aber manchmal bekommt man kein Portal. Mit welchem Programm nehme ich auf? Mit Fraps, auf fraps.com. Kostet $30, glaube ich. Wird mit einem neuen Patch vielleicht auch ein Death Ring Raid geben? Ja, mit dem letzten Patch in Cataclysm wird es den geben. Fabi, tolle Shows. Ich spiele zurzeit noch mit PC-Key, weil ich erst vom Pre-Server gewechselt bin. Kann ich in der alten Welt schon fliegen? Ja, mit 60, aber ich glaube mit Cataclysm erst. Also du brauchst einen Cataclysm-Key darum. Warum hat nicht jeder in Hyjal durchgequestet, der Hyjal durchquestet hat, angefangen bei Quest aus UG, was auch immer das Hyjal-Portal ist? Wie gesagt, ein Bug. Ich kann nicht sagen, warum. Daniel, welche Level-Skillung für Magier empfehlenswert? Müsst mal in den Magier-Guide schauen, ne? Und bei Belkin konnte ich noch nicht nachfragen. Ist jetzt alles ein bisschen viel gewesen. Ich werde aber nochmal nachfragen, was mit den Preisen ist. Ich habe denen halt die ganzen Sachen geschickt und da wird er sich damit sicher drum kümmern. Komuro, mir fällt auf, dass du oft bzw. fast immer ein 3D-Bild vom Questgeber hast.
Ach so, das ist liegt nur daran, wenn der Questgeber zum Beispiel irgendwie weit entfernt ist oder so, dann kriegt man dieses 3D-Bild. Das ist jetzt aber nicht normal auch da, ja. Dann hatte VHSP noch so eine lustige Frage, und zwar eine humorvolle Frage. Was weiß WikiLeaks eigentlich über Kataklysmen? Ja, das ist eine gute Frage. Was WikiLeaks über Kataklysmen weiß, gibt wahrscheinlich mehrere Dinge, die WikiLeaks wissen könnte. Aber ich finde, die Frage gebe ich doch mal gleich an euch zurück, weil ehrlich gesagt, ich bin jetzt so ein bisschen abgehetzt und kann mir jetzt keine tolle, humorvolle Antwort darauf ausdenken. Aber ich denke, da gibt es eine wichtige Sache, was WikiLeaks darüber wissen könnte. Vielleicht, ja, sagt's mir doch mal, was WikiLeaks über Kataklysmen wissen könnte. Und ansonsten würde mich auch in den Comments der News interessieren, was euer Lieblingsgebiet beim Leveln war. Ja, also falls ihr selber gelevelt habt, das ist meine Frage an euch. Was ist da euer Lieblingsgebiet gewesen? Von den fünf, die wir jetzt hatten und in denen ihr leveln konntet. Ja, das war schon, wie gesagt, heute eine kurze Ausgabe, weil ich das auch schnell hochladen muss und da ein bisschen im Stress bin überhaupt im Moment. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ich überlege übrigens aus Frag Venien einen Podcast zu machen, weil irgendwie ist das jetzt im Moment hier ziemlich unwichtig, was ich als Bild angebe. Ich habe da auch noch für YouTube eine andere Idee, aber würde mich auch eure Meinung zu interessieren. Also wenn ich aus Frag Venien halt lieber einen Podcast mache, den dafür aber vielleicht auch mal länger wie 15 Minuten mache, ob das vielleicht ja, bei euch Anklang finden würde. Ja, einfach mal als Frage an euch. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag, Nacht, wie auch immer. Bis dahin, euer Benjamin.